Es war ein martialischer Fernsehauftritt gestern Nacht, mit dem der irakische Regierungschef inmitten seiner Kommandanten den Großangriff auf Mosul angekündigt hat. Seit über 2 Jahren ist die Millionenstadt im Nordirak die Hochburg der IS-Terroristen. Von dort aus haben sie ihr Kalifat verkündet. Aber nun rücken irakische Armeeeinheiten gemeinsam mit kurdischen und mit schiitischen Milizen gegen Mosul vor, wo noch immer über 1 Million Menschen leben. Hilfsorganisationen warnen vor einer humanitären Katastrophe und bereiten sich auf eine Flüchtlingswelle vor. Schuss für Schuss versuchen die irakischen Sicherheitskräfte, die letzten Kilometer bis Mosul zu überwinden. Es hat Monate gedauert, um diese Angriffsachse vorzubereiten. Unterstützt wird die etwa 25.000 Mann starke irakische Armee von der Anti-IS-Koalition unter der Führung der USA aus der Luft. Und im Norden Mosuls kämpfen kurdische Peschmerga auf der Seite der irakischen Sicherheitskräfte. Ihnen gegenüber stehen Schätzungen zufolge 5.000 Kämpfer der Terrormiliz IS. 2 Jahre lang haben sich diese auf einen Angriff vorbereitet und Mosul mit Sprengfallen, Tunnelsystemen und Bunkeranlagen durchzogen. 2 Extreme gibt es hier. Das eine Motto könnte sein, Kampf bis zum letzten Mann. Das ist unser Schlachtfeld, wofür wir bereit sind zu sterben. Das andere wäre, rette sich, wer kann. Vielleicht auch mit einer Absicht, sich dann woanders wieder einbringen zu können. Es gibt ja hier die Vermutung, dass eine Absetzbewegung Richtung Westen, Richtung Syrien erfolgen könnte, wo sich dann einige davon neu formieren und einen neuen Widerstand aufbauen könnten. Für den IS ist die Schlacht um Mosul entscheidend, gilt die Stadt neben der syrischen Stadt Raqqa doch als Zentrum der Terrormiliz. Noch ist offen, welche Strategie die Kriegsparteien verfolgen. Es könnte auch sein, dass es zu einem Geheimdeal vielleicht mittlerweile gekommen ist zwischen der irakischen Regierung, lokalen Stämmen und dergleichen, dass man sich hier sozusagen gewissermaßen auflöst und die Stadt dann kampflos eingenommen werden kann. Eine andere Alternative ist, dass es zu monatelangen Zehenkämpfen kommt. Davon gehen Hilfsorganisationen aus. Sie warnen vor einer humanitären Katastrophe. Mit Flugblättern hat die Regierung die Menschen aufgefordert, Deckung zu suchen und sich von IS-Stellungen fernzuhalten. Bis Wintereinbruch könnte 1 Million Menschen auf der Flucht sein.